Oh yeah, Elektroschrott. Hallo, meine lieben Schrottfreunde. Heute begrüße ich euch mal zu einer besonders planlosen Folge des Elektroschrotts. Und zwar planlos deswegen, weil ich kein Projekt habe und keine Ahnung, was ich machen soll. Ich es aber unbedingt notwendig finde, eine weitere Folge auf YouTube einzustellen, weil sonst die Visits, die Page Impressions, die Werbung und... Naja, ihr kennt das. Das ist einfach dieser Stress des Produzenten. Der Künstler ist gestresst. Naja gut, also ich habe eigentlich ein neues Projekt. Dafür muss ich aber gelegentlich nochmal den Baumarkt leer räumen. Und deswegen kann ich das noch nicht machen. Dann wird der Schlangenmarkt demnächst fertig. Aber halt eben demnächst, nicht jetzt. Ja, der ist also auch nicht so weit. Wenn der Steffen, ja, übrigens hier, hallo Steffen, also hier von TME, der Steffen, wenn er mir tatsächlich noch so als Leihgerät eine Wärmebildkamera rüberdengelt, dann mache ich damit auch nochmal eine Folge, die habe ich aber auch noch nicht. Und damit bleibt nur, tja, was könnte ich machen? Erklärbär. Erklärbär geht immer mit irgendwas. Motiviert wurde das heute Morgen in der Arbeit dadurch, dass ein Kollege von mir, hallo Bartek, zu mir hinkam, mein T-Shirt angucken und sagt, cool Shirt. Dann sage ich, ja, verstehst du doch. Sagt er, naja, das ist ein Odergatter, oder? Sag ich, oh, Bartek. Ich fürchte, oh, Bartek, den hast du nicht kapiert. Und dann guckt er mich groß an mit lieben, freundlichen Augen und fragt, ja, was ist es denn dann? Ja, die Frage zu beantworten ist ja noch gar nicht so einfach. Ne? Also ich sag mal so. Wenn ihr dieses T-Shirt nicht nur so wie ich zu dem Zeitpunkt, als ich es mir gekauft habe, also wenn ihr das nicht nur so vage versteht, ja, sondern wisst, aha, das ist weil und dafür braucht man und das rechne ich aus mit, dann könnt ihr jetzt eigentlich irgendwas anderes angucken. Wenn ihr aber nur so ganz grob eine Ahnung habt, was das ist, aber nicht so ganz genau, oder wenn ihr euch immer schon gefragt habt, warum das eigentlich so ist, oder wenn ihr vielleicht mich einfach so geil findet, dass ihr sehen wollt, was ich dazu zu sagen habe, dann solltet ihr dranbleiben, weil so ein paar Kleinigkeiten dazu werde ich jetzt erklären. Mir ist da nämlich so eine total geile Analogie eingefallen, mit der ich das ganz gut erklären kann. Und um ehrlich zu sein, so richtig geblickt habe ich es auch erst heute Morgen. So plötzlich, eingebungsmäßig. Gut, okay. Besonderer Spaß an der Sache, während ich zwar, um diese Einleitung zu bringen, dieses Shirt trug, werde ich es bei der eigentlichen Aufnahme nicht mehr tragen. Und warum? Ganz einfach. Es ist Freitagnachmittag. Ich habe ab genau jetzt 3 Wochen Urlaub. Und statt mich jetzt hinzustellen und zu erklären, wie das hier denkt, ja, setze ich mich jetzt in den Smart, fahre zum Getränkemarkt und dann kaufe ich mir alkoholfreie Erfrischungsgetränke, die ich in verantwortungsbewusster Weise trinken werde. Nicht. Nächste Aufnahme morgen und ihr werdet das Gefühl haben, sie werde gleich im Anschluss, weil ne? Wie versprochen oder angedroht, hier bin ich wieder. Schöner Abend gestern, sehr gesund. Und ich bin jetzt völlig darauf eingestellt, mit euch ein bisschen über Opamps zu reden. Mal so vorneweg, ich habe neulich da dieses Video gemacht, ne, mit diesen Spannungsteiler, Dingsbums, Widerständen und so. Könnt ihr euch vielleicht vorher angucken, ne, weil Spannungsteiler, die brauchen wir jetzt auch wieder. Nachher, noch nicht gleich. Naja, fangen wir an. Also, ein Op-Amp, ne, das habt ihr vorhin auf dem Chart gesehen. Das ist, wenn dann das so gezeichnet wird, so ein Dingens hier, so ein Dreieck. Da sind ja so ein Plus und ein Minus. Und hier vorne ist noch so ein Strich. Und was oft mal weggelassen wird auf den Zeichnungen, das ist hier noch so ein Strich. Ja. Und wenn man jetzt so einen E-Techniker fragt, was das ist, ne, dann kommt der einem gleich mit ganz wilden Gesabbel mit invertierenden und nicht invertierenden Eingängen und weg damit. Wir zeichnen das mal anders. Ne. Weil, damit man da so richtig einen Blick davon kriegt, was das hier macht, ne, da zeichnet man das besser so als ein Viereck. Ne? Und ja gut, die beiden Leitungen, die ich vorhin hatte, die mache ich mal hier hin. Und dann mache ich hier noch eine Leitung hin, die geht hier raus, sage ich mal. Das ist unser Ausgangsdingens. Ja, das soll hier nicht 5 Volt sein, das ist raus. Ich mache mal ein erfundenes Symbol mit Blümchen und einem Herzchen. Das ist unser Ausgang.
Da haben wir hier diese beiden Eingangsdinger da, ja. Genau wie vorhin standen wir da Plus und Minus dran. Und wissen jetzt immer noch nicht, warum das besser sein soll als das Dreieck. Naja, das kann ich euch sagen. Das liegt schlicht und einfach daran, dass ich jetzt mehr Platz zum Malen habe. Weil den Op-Amp, den stellt ihr euch jetzt wie folgt vor. Das ist ein Kästchen, ja, und wartet mal, ich krusch mal einen raus. Ja, schauen wir mal, was die Kiste hergibt. Ja, schauen wir mal hier. Irgendwo sind da doch hier, genau. Da. So ein Op-Amp, ja. Also der ist ja auch in echt mal viereckig, ne? Der ist ja gar nicht dreieckig. Ja, könnt ihr mal sehen. Sieht viel mehr wie meins aus, als wie das da vor auf dem T-Shirt. Und so ein Op-Amp-Dingenskirchen hier. Das ist ein kleines Ding. Und da ist ein kleines Männchen drin. Ja, das ist so ein Muckel. Ja, vielleicht ist es auch eine junge Dame, ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall mal so eine geschlechtsneutrale Frisur dran, da weiß man nicht so ganz genau, was das ist. Und der Typ oder die Alte, ich sage in Zukunft einfach mal geschlechtsneutral, der Typ da, ja, der hat einen Multimeter in der Hand. Ja, Multimeter. So ein Dingens hier, na, Gedönse und zwei Kabel. Die Kabel von seinem Multimeter, die hat der Typ hier am Plus und Minus festgemacht. Und der Messbereich von dem Multimeter ist hier Volt. Kann er machen, was er wollt. Und zwar Volt Gleichspannung. Das ist bei meinem Multimeter so irgendwie symbolisiert. Ja? Und weil da so ein Typ drin ist, ja, wird das immer nicht so gerne gesehen, wenn man so Op-Amps nimmt und der Kleine, ja, sind ja hier so ein paar, die haben gerade alle ganz laut Hui gemacht, ja, und haben jetzt Kopfschmerzen. Gut, die mögen mich nicht mehr. Jedenfalls der Typ da, der Muckel mit seinem Multimeter, der hat zusätzlich noch was. Nämlich, der hat hier, der hat ja so ein Device. Das kann man sich jetzt vorstellen wie einen großen Poti meinetwegen, ja. Und dieses Device, das hat hier so einen Hebel, ja. Und wenn der Muckel an dem Hebel hier rauf oder runter schiebt, dann geht an dem Ausgang hier, ja, halt je nachdem, ob der oben oder unten steht, so also die obere Spannung oder die untere raus. Ja. Sagen wir doch einfach mal hier, das ist Plusspannung und das hier ist Minusspannung. Ich schreibe deswegen keine konkrete Zahl hin, weil die nicht so wichtig ist. Das hier könnte zum Beispiel einfach Masse sein und das hier 5 Volt. Oder das könnte minus 12 Volt sein und das könnte plus 12 Volt sein. Und wenn der Hebel genau in der Mitte steht, dann kommt hier 0 Volt raus. Ja. Irgendwie sowas. Das ist auch ein totaler Wunderpoti, den der Muckel da drin hat. Ja. Weil nämlich, wenn euch jetzt mal die Spannungsteiler vom letzten Mal erinnert, so ein Poti ist ja auch nur ein Spannungsteiler. Der Poti hier ist total krass, weil der hat nämlich überhaupt gar kein Problem damit, wenn hier irgendwie so eine Last dran hängt. Ja, da ändert sich auch nichts, sondern der schaltet einfach nur zwischen den beiden Dingen hier hin und her. Grummel, grummel. Gut. Aber was macht denn jetzt der Buckel? Wofür wird der denn von uns mit Euros bezahlt? Euros. Ja, der wird von uns mit Euros dafür bezahlt, dass er an dem Regler hier rumdreht. Und zwar guckt der auf seinem Multimeter hier, ob die Spannung, ja, die da gerade angezeigt wird, ob die jetzt positiv ist oder ob die negativ ist. Und wenn die positiv ist, ja, dann macht er was, was total wirr ist. Nämlich bei positiver Spannung schiebt er den Regler hier so lange nach oben, bis die Spannung hier null wird. Das ist jetzt irgendwie nur ein komisches Verhalten. Das ist ein bisschen so, als, sagen wir mal, ja, die Erfrischungsgetränke von gestern Abend, ja, als würde ich so lange Erfrischungsgetränke zu mir nehmen, bis das Auto vom Nachbarn rot ist. Weil hier gibt es ja überhaupt gar keinen Zusammenhang. Ja, also das, ja. Aber er macht das halt. Ne? Wir bezahlen ihn dafür, wenn hier die Spannung plus ist, dann schiebt er so lange den Regler hoch, bis die Spannung null wird. Wenn die Spannung hier negativ ist, also negative Spannung bedeutet ja letztendlich auch an der Stelle nur, dass jemand die Pole vertauscht hat, ne? Hier Ground und hier Plus oder so. Dann schiebt er so lange den Regler nach unten, bis die Spannung null wird, auf seinem Multimeter hier. Und das bedeutet Folgendes. Wenn beispielsweise, jetzt mal nur als Beispiel, wenn hier Minus, ja, wenn wir das auf Masse legen, und wenn wir hier bei dem Plus irgendeine positive Spannung dran tun, egal was für eine Spannung, ja,
dann schiebt er den Regler einfach ganz nach oben. Das war aus dem einfachen Grund, weil die Spannung hier ändert sich ja gar nicht, wenn der den Regler verschiebt. Ja. Das heißt, das ist im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, dann ein Vergleicher, ein Comparer, ein Komparator, nennen wir es so. Das ist ein schönes Wort. Ja, wir können hier zwei Spannungen reintun. Ja. Also sagen wir mal hier, wir haben hier irgendwo haben wir Masse, ja, und hier auf das Minus-Ding machen wir mit irgendeinem Spannungsteilergedönse oder so, machen wir meinetwegen 3,3 Volt drauf. Ja. Und auf das Plus-Ding hier geben wir 5 Volt drauf. Ja. Und wenn das hier meinetwegen 12 Volt waren und das hier Masse war, was passiert? Tada, der sieht hier positive Spannung, ja, so von 5 nach 3,3 Volt, der hat 1,7 Volt hier auf seinem Multimeter stehen. Also muss er hier so lange den Regler nach oben schieben, bis hier 0 Volt kommt. Das hier wird aber nie 0 Volt, das bleibt immer 1,7 Volt. Also schiebt er den Regler ganz nach oben und hier hinten kommen 12 Volt raus. Ja. Wenn allerdings wir jetzt beispielsweise hier das Kabel abschneiden oder nur 1 Volt drauf geben. Jetzt geben wir hier nur 1 Volt drauf. Ne? Die 5 Volt vergessen wir, jetzt geben wir hier 1 Volt drauf. Ja? Dann guckt der Muckel hier drauf und sieht, minus 2,3 Volt und schiebt seinen Hebel ganz nach unten. Ja? Und wenn er seinen Hebel ganz nach unten schiebt, wird das hier immer noch nicht 0 Volt, sondern bleibt immer noch minus 2,3 Volt und hier hinten kommen 0 Volt raus. Also wird auf Masse gelegt. Das heißt, wir haben schlicht und einfach den Op-Amp hier als Komparator benutzt. Ja. Und das bedeutet, wir konnten zwei Spannungen miteinander vergleichen. Und je nachdem, ob die am Pluspol größer als die am Minuspol ist, ja, beziehungsweise am nicht invertierenden und am invertierenden Eingang, kommen hier hinten 12 Volt oder 0 Volt raus und immer Blümchen und Herzen. Teil geil. Ja. Nur, also immer noch nicht dasselbe, was ich auf meinem T-Shirt habe. Auf meinem T-Shirt habe ich ein bisschen was anderes. Also gut. Machen wir mal hier keinen Komparator. Ja. Was ich jetzt mache, ja, ist jetzt Rumkritzelei. Ja, ich müsste eigentlich ein neues Blatt anfangen. Naja, nicht. Ja, bin ich zu voll für. Wir tun jetzt mal sowas, was ganz was Putziges. Ja. Nämlich, wir sagen mal hier an dieser Plusleitung, das soll unser Eingang hier sein. Ja, ich mache mal das einfach mal andersrum als da drüben. Ne? Frei erfundenes Symbol, aber es ist irgendwie klar, hier kommt irgendwas rein. Und dann mache ich mal hier einen Spannungsteiler hin. Ja, ich mache hier, genau hier am Ausgang, mache ich einen Spannungsteiler hin. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ihr entweder mein letztes Video gesehen habt oder eh schon wusstet, was das ist. Weil sonst ist das jetzt irgendwie blöd. Ja, das geht hier auf Masse. Ja. Nenne ich mal R1, das nenne ich mal R2. Gut. Und jetzt gehe ich hier hin und hänge hier eine Strippe dran und die ziehe ich ganz hier rüber. Und das ist im Grunde genommen genau mein T-Shirt. Ich habe es nur ein bisschen anders hingemalt. Ja. Bei meinem T-Shirt ist der hier unten und der liegt hier flach. Und es ist kein Männchen drauf und es ist dreieckig, aber im Grunde genommen ist es genau derselbe Sums. Das hier ist jetzt ein sogenannter nicht invertierender Verstärker. Wieso Verstärker? Das ist jetzt ganz witzig. Ich habe ja gesagt, der Typ, ne, der rechnet damit, dass wenn er hier am Hebel dreht, ja, dass irgendwas mit seinen Spannungen hier passiert. Das war vorher nicht der Fall beim Komparator. Aber beim nicht invertierenden Verstärker hier, na, ist das schon so. Ja, warum denn? Stell dir mal Folgendes vor. Also, wir haben hier tatsächlich Masse. Ja, ich denke immer gerne in Gleichstrom und nicht in Wechselstrom. Das macht es ein bisschen einfacher. Können wir nachher mal ein bisschen mit Wechselspannung nachdenken. Ja, haben wir jetzt hier unten bei der Stromversorgung Masse. Und wir haben hier oben meinetwegen plus 5 Volt. Schreib mal wirklich 5 hin. Ja? Gut. Jetzt kommt hier ein Signal an, ein sehr kleines Signal, sagen wir mal 0,5 Volt, irgendwie sowas. Ja, das heißt, der sieht hier auf seinem Multimeter, weil hier ist ja noch nichts, das heißt, das ist hier auf Masse letztendlich, also hier haben wir Masse, hier kommt 0,5 Volt, er sieht auf seinem Multimeter 0,5 Volt und fängt an, den Hebel von hier unten hochzuschieben. Während er den Hebel hochschiebt, passieren Sachen. Wir nehmen uns mal diesen Zeitpunkt hier raus, wo der Hebel meinetwegen bei 3 Volt steht. Ja?
passiert Folgendes. Hier gehen 3 Volt raus. Wir haben hier 3 Volt. Und wir haben hier diesen Spannungsteiler. Nehmen wir mal der Einfachheit halber an, dass R1 gleich R2 sind. Die sind beide, was weiß ich, 1 Kiloohm, und das ist auch 1 Kiloohm, irgendwie sowas. Ja. Das heißt, hier kommt die Hälfte von dem an. Das heißt, das hier sind 1,5 Volt an der Stelle. Ja. Das heißt, hier gehen 1,5 Volt zurück. Hier auch 1,5 Volt. Ja. Und jetzt guckt er auf seinen Multimeter drauf, sieht hier die 1,5 Volt, sieht hier die 0,5 Volt und sagt sich, au Scheißendreck, ich habe jetzt plötzlich eine negative Spannung, weil er sieht jetzt nämlich minus 1 Volt auf seinem Multimeter. Das heißt, er fängt an, dieses Ding hier runterzuschieben. Sagen wir mal, bis an den Punkt, wo hier 1 Volt ist. Ich mache das hier mal weg, ich werde gleich ein neues Blatt machen müssen, glaube ich, aber jetzt ist er hier bei 1 Volt angekommen. Hat er seinen Hebel hingeschoben. Wenn er hier auf 1 Volt steht, kommt hier 1 Volt raus. Wenn hier 1 Volt steht, kommt hier 0,5 Volt raus. Wenn hier 0,5 Volt rauskommt, ist auch hier 0,5 Volt. Wenn das 0,5 Volt ist und das 0,5 Volt ist, dann ist hier 0, ja, auf dem Multimeter, und er lässt den Hebel da stehen, wo er ist, und holt sich ein köstliches Erfrischungsgetränk. Ja. Dann haben wir hier hinten 1 Volt, hier vorne 0,5 Volt. Und es ist ziemlich klar, warum das Ding ein Verstärker ist. Er hat jetzt das nämlich hier verdoppelt offensichtlich. Und es ist auch klar, warum es nicht invertierend ist, weil das hier sind plus 0,5 Volt, das hier sind plus 0,1 Volt. Und es gibt auch noch eine andere Variante, da könnt ihr aber nach googeln, mit einem invertierenden Verstärker, wo der Muckel hier letztendlich negative Spannungen rausprügelt. Das ist aber jetzt hier blöde zu machen, weil ich hier auch mit Masse und Gleichspannung und so, ja. Klappt halt auch wunderbar mit Wechselspannung, ja, beziehungsweise, ja, genau, mit Audiosignalen zum Beispiel. Das sind dann diese typischen Audioverstärker, wo man hier, was weiß ich, minus 18 Volt hat und hier plus 18 Volt. Und dann kommt hier so eine, ja, so eine Sinuswelle irgendwie rein, die immer so zwischen plus und minus, was weiß ich, 0,5 Volt schwankt. Ja. Und dann kann man hier mit den richtigen Widerständen, kann man dann dafür sorgen, dass dann meinetwegen hier hinten eine Sinuswelle rauskommt, die aber zwischen minus und plus 18 Volt irgendwo liegt. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Ding mit dem Verstärker hier, ja. Ja, es gibt da noch eine Besonderheit. Was passiert denn nun eigentlich, wenn wir das hier vereinfachen und die Widerstände und die Masse hier weglassen? Das zeichne ich mal. Ja. Wir haben also wieder hier unseren Kasten. Nee. Wisst ihr was? Wir werden jetzt total elektrotechnisch. Ich zeichne das nicht so. Ja, ich mache das richtig. Weg damit. Also machen wir es richtig. Wir haben hier unseren Op-Amp. Der ist jetzt auch schön dreieckig. Ja? Und wir haben hier den Ausgang von unserem Op-Amp, wo auch immer der hingehen soll. Ja? Haben wir hier unseren Plus und unseren Minus. Hier mal nur so angedeutet. Wir haben hier unsere Spannungsversorgung dran. Ja, könnt ihr euch überlegen, was das für eine sein soll. Ich sage mal, für das, was wir jetzt hier gerade machen wollen, nehmen wir meinetwegen Masse und plus 5. Ja, weil das, was ich jetzt gleich mache, das ist so ganz putzig für so die typischen Mikrocontroller-Spielereien. Da arbeiten wir ja gerne mal mit Masse und plus 5. Und wie ich gerade gesagt habe, wir lassen hier jetzt einfach so einen Satz an Krempel weg. Das heißt, ich nehme hier diese Leitung, ziehe die direkt hier rüber und hänge die einfach direkt hier dran. Keine Widerstände. Ja. Und hier kommt ein Signal. Meinetwegen kommt das, ja, keine Ahnung, vom Mikrocontroller. Da ist irgendwo ein Mikrocontroller hier hinten. Ne? MCU. Ja, was macht denn das nur in der Form? Es ist ganz lustig, ne? Weil hier drin ist ja wieder unser Muckel mit seinem Multimeter, ja. Und wenn meinetwegen hier 5 Volt kommen, ja, dann sieht er hier, oh, das ist eine positive Spannung. Und weil hier hinten kommt ja im Moment noch nichts, ne, der hat seinen Regler da noch auf Masse stehen. Und er sagt, oh, das ist eine positive Spannung, dann mache ich doch mal den Regler ganz nach oben, dann kommen hier 5 Volt raus. Ja. Und nachdem er das gemacht hat, sind auch hier 5 Volt. Und auf seinem Multimeter sieht er eine 0 und er lässt es gut sein und haut sich ein Bier an den Kopf. Das heißt, das hat jetzt hier überhaupt nichts geändert. Weil es ist jetzt egal, was ich hier für Zahlen hin tue.
Das ist immer so, wenn hier ein Volt hinkommt, ja, dann sagt er, oh, das ist hier gegen Masse ein Volt positiv, dann kommt hier ein Volt, dann passiert das, was wir vorhin gesehen haben, er schiebt runter und schiebt runter und schiebt runter, bis auch hier ein Volt rauskommt, ja, und dann ist das auch wieder stabil. Ein komisches Ding. Ein sogenannter Spannungsfolger, glaube ich. Ja, wenn ich jetzt das Wort nicht falsch im Kopf habe. Wofür braucht man sowas? Das ist eine ganz einfache Sache. Der Eingangswiderstand hier, ja, der ist enorm groß. Der hat ja einen Multimeter, ja, also der hat ja hier nicht irgendwie eine Glühbirne dazwischen, ja, sondern der hat einen Multimeter. Und das Multimeter hat einen total fetten Eingangswiderstand, was weiß ich, 10 Megaohm, irgendwie sowas, auf jeden Fall total viel. Das heißt, wenn hier so eine 5-Volt-Spannung dran ist, ja, von irgendeinem Gerät, das nur ganz wenig Saft liefern kann, ja, so, keine Ahnung, dann fließt hier im Grunde genommen so gut wie kein Strom. Der wird nur gemessen, aber das, was tatsächlich hier an Strom durchfließt, ist total micklig, weil halt der Widerstand total groß ist und die Spannung hier bleibt schön stabil. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe ja schon gesagt, hier sein Poti da, ne, das ist ja so ein krasser Wunderpoti, ne, der hier überhaupt gar keine Widerstandslast da auf die Leitung kloppt. Das heißt, das, was hier rauskommt an Strom, an Spannung, whatever, ja, das kann so viele Amperes da rausliefern, wie die Stromquelle, die hier als Stromversorgung dranhängt, liefern kann. Stromquelle, Spannungsquelle. Der E-Techniker wird mich dafür schlagen, dass ich die Begriffe nicht richtig verwende. Egal, wenn ihr richtige E-Techniker wärt, würdet ihr euch das nicht angucken. Egal. Nun, jedenfalls ist es so, dass ich jetzt beispielsweise hingehen kann, ja, und ich habe hier mit dem Mikrocontroller, der, also was weiß ich, an so einem Ausgang, keine Ahnung, 40 mA rauslassen kann, bevor er in Rauch aufgeht und schon vorher die Spannung einknickt, ja, habe ich hier hinten, ja, meinetwegen 5 Volt rausgeholt. Und die 5 Volt, die ist so belastbar wie das, was hier ist. Meinetwegen hängt hier direkt ein Netzteil dran, ja, so ein 5 Volt, 2 Ampere Netzteil. Dann kann ich hier hinten fette Last-LEDs, da sollte man Vorwiderstand davor packen, kann ich LEDs dran packen, meinetwegen kann die direkt powern oder irgendwelche Relais, Schalter, irgendwas, was ich nicht direkt an den Mikrocontroller hängen würde, aber es kriegt genau die Spannung, die der Mikrocontroller geliefert hat. Und das ist ziemlich praktisch. Also übrigens, wenn ihr irgendwo mal so in einer Schaltung oder wenn die richtigen E-Techniker sich unterhalten und die sagen, sie haben ein gepuffertes Ausgangssignal, ja, oder eine Impedanzwandlung, ist das ziemlich häufig genau sowas, weil das sorgt einfach nur dafür, dass man hier mit einem niedrigen Ausgangswiderstand ankommen kann, ja, und ich sage gerade Scheiße, mit einem hohen Ausgangswiderstand ankommt und hier einen ganz kleinen kriegt. Ja. Das ist eigentlich alles, was man damit macht, und das ist eben manchmal sehr, sehr praktisch. Ja gut, damit hatten wir jetzt im Grunde genommen drei Sachen, die man mit so einem Op-Amp machen kann. Ja. Wir hatten als erstes ja den Komparator, wo er einfach nur hier ohne den ganzen Gedrösel, ja, irgendwie entweder an- oder ausschaltet. Ja, schon ganz praktisch, um Spannungen zu vergleichen. Dann hatten wir einen Verstärker, aus dem kann man sich einen HiFi-Verstärker bauen. Hast du einen Tipp? Ich glaube, das hier ist ein Baustein, den man sich da mal anschauen sollte. Und dann kann man auch mal nach einem TL-071 suchen. Das ist so die Op-Amps, die ich hier da habe. Hier, ja, das ist so, ja, ziemlich generisches Zeug. Damit kann man ein bisschen rumspielen auf dem Breadboard. Und dann hatten wir jetzt hier auch noch diesen Spannungsfolger. Gibt noch ein paar andere coole Spezialsachen, so nicht invertierender, invertierender Verstärker, invertierender Verstärker mit Offset, keine Ahnung. Das kann man sich alles zusammensuchen, wenn man es braucht. Ja, steht bei Mikrocontroller.net und in der Wikipedia. Aber ich denke mir halt, das hier, ne, kann für so manchen hilfreich sein, um es sakura zu kapieren. Ich habe jedenfalls ein Jahr lang daran rumgeknabbert zu raffen, was ein Op-Amp eigentlich macht und wie er tickt. Und als ich das Männchen vor meinem geistigen Auge hatte mit seinem Multimeter, war mir plötzlich klar, dass das alles nicht so schwer ist. Ein bisschen Glück gibt es ja den einen oder anderen bei euch, dem ich jetzt hier auch irgendwie, ne, vielleicht ein bisschen weitergeholfen habe. Wie man das hier alles ausrechnet, ne, das könnt ihr euch letztendlich im Internet angucken. Gibt es eine Formel dafür? Verstärkungsfaktor berechnet sich hier natürlich direkt aus dem Spannungsteiler. Alles relativ easy. Leite ich jetzt nicht her. Sowieso schon 20 Minuten lang. Reicht für heute. Und was reicht für heute? Ne? Ja, sage ich einfach mal Tschüssing, macht's gut und schön die Operation verstärken. Ne?